Yes, ja. Hussetjung. Willkommen zu einer Edition von East TV. Ihr habt lange nichts von mir gesehen, weil ich habe decided, ich mache erstmal für eine Zeit lang nichts, weil da kommt bald was ganz Großes. Und dieses ganz Große, was bald kommt, das erzähle ich euch heute in dieser Sendung. Und hinter mir laufen so ein paar People mit Kamera und so ein Shit. Und das ist die ARD. Die ARD. Und die drehen was heute mit mir für ein Themen. Woche, Abend, Tag. Es wird dunkel, ich laufe gerade in den Kölner Hauptbahnhof rein. Okay, so an alle People, die das jetzt sehen, haltet bitte Check auf jeden Fall bis zum Ende. Heute kommt eine ganz coole Nachricht, die ich euch sagen werde, was ihr in den nächsten paar Wochen, mehreren Wochen, maybe sogar 2 Monaten an Videos auf East TV sehen werdet. Intense Stuff. Und für die Leute, die das zum ersten Mal sehen jetzt und sagen, wer der fuck ist überhaupt dieser East? Warum redet der so komisch? Warum sieht der so aus? Warum ganz viele Fragen habt, haltet euch nur fest, die werden in diesem Video basically alle beantwortet. Das ist Chris! Seid ihr mal! Das ist ein Kumpel von mir, der spielt immer hier in Köln. Ich habe alle seine CDs. Das finde ich cool, weil das ist jemand, der geht auf die Straße und der spielt echte Musik. So, ja, das like ich. I have all your CDs, but I don't have this one. Is this a new one? To your left. I've got the one with the green one. What's it called? I'm in a dancing mood. Oh, it's the same one as this one. Yeah, I got this one. And Rules Vibration. I got this one also. I got all your CDs, man. Keep it up, my man. Sharp. Ich finde es wichtig, dass man Local Musik, also Independent Musik, ein bisschen unterstützt. Das heißt bisschen, eigentlich heavy unterstützt, weil diese Musikindustrie, umso mehr man da drin ist, umso mehr merkt man, wie kaputt und kontrolliert die ist. Und Musik soll ja eigentlich nicht kontrolliert sein. Das soll ja, ein Künstler soll ja das zeigen, was er vom Herzen will und nicht das, was irgendein großer Medienboss den sagt, ey, das musst du machen, das kaufen die Leute, das ist das Beste. Da kriegst du richtig viele Fans und Followers und so. Fuck Fans, fuck Followers, seriously? Das geht nicht darüber, wie viele Leute du hast, die dich folgen, das geht darüber, wie wenn du abends ins Bett gehst und ob du dich gut fühlst und sagst, ey, das ist meine Kunst, die habe ich für diese Welt gemacht, damit kann ich mit gutem Gewissen schlafen. Das ist viel wichtiger als Geld und Followers und all dieses Stuff. Das Schöne ist, wenn man 2 Heimaten hat, ist, dass man so viel lernt von der einen Seite und von der anderen Seite. Und man kann das auch mal schön anwenden. Das heißt, vielleicht sehe ich was bei mir zu Hause in Afrika, wo ich denke, wow, das ist eine coole Idee. Das sollten ich eigentlich mal ein paar Leuten in Europa oder in Deutschland zeigen. Oder auch hier in Deutschland gibt es auch viele Sachen, wo ich sage, sehr viel besser organisiert. Vielleicht sollten wir in Afrika ein bisschen mehr das mal versuchen. So, wir haben jetzt in der Stadt gedreht. Ganz viele Interviewfragen wurden mir gestellt. Die könnt ihr obviously alle dann im TV sehen. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber Heimatwochen. Nein, falsch. Themenwoche, Hallo Heimat, so heißt das. Und das, Anja, wann wird das nochmal gezeigt? Ungefähr am? Anfang Oktober. Anfang Oktober. Genau. Wenn ihr auf diesen Channel oder auf mein Facebook subscribt, dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, wann das ausgestrahlt wird. So, und jetzt kommt die News, wo ihr alle so lange drauf gewartet habt und dieses Video gecheckt. Need no fear, the information is coming now. Ich sitze auf meiner neuen Terrasse in Bonn, weil ich bin von Köln jetzt nach Bonn gezogen. Und ja, was ich euch erzählen will, ist basically, ich war letzten 2-3 Monate sehr leise und undercover auf YouTube, weil ich einen großen Roadtrip geplant habe. Eigentlich schon die letzten 7 Monate, aber so in den letzten 2 Monaten war das richtig heavy. Also, der große Roadtrip, wo ich 6 andere YouTuber einlade und mit mir nach Hause nach Namibia nehme, der fängt basically morgen schon an. Okay, so wenn ihr das Video jetzt seht, like in jetzt, guckt, wann das uploaded wurde, dann wisst ihr, dass morgen der YouTube-Trip schon losgeht. Ich werde mit TC von Waititi, Mr. Trash Pack, Maxim Noise, Joker Tululu, Michael Schulte, wer kommt denn noch alles mit? Ich vergesse gerade. Achso, Pesh von Dickes Ding und obviously ich selber. Werden wir nach Namibia traveln.
mit meinem alten Bulli, deswegen auch das Bulli-T-Shirt, mit meinem alten Bulli dann einen ganzen Trip durch den Busch, bis in die Wüste, an die Küste, Haifisch angeln und Löwen füttern und Nashörner. Ich sag jetzt nicht alles, weil sonst wisst ihr ja schon basically, was wir machen. Und das könnt ihr verfolgen unter dem Hashtag Roadtrip Namibia. Da werden wir heavy viele Fotos uploaden, aber die Official Videos, die Full Vlog Videos, werdet ihr obviously sehen, wenn wir zurückkommen, weil wir wollen nicht da abends, wenn wir am Feuer sitzen können, groß Videos schneiden, sondern wir wollen das enjoyen, wenn wir da am Feuer sitzen und dann die Videos rausättern. Okay? Und es freut mich, euch mal wieder zu mir nach Hause zu nehmen nach Namibia. Nicht, dass ich das nie mache, eigentlich sehr viel, aber in diesem Fall freut mich das noch mehr, weil ich einfach mal Leute aus Deutschland, also YouTuber vor allen Dingen aus Deutschland, mitnehmen kann und denen zeigen kann, wie cool Namibia ist. Und in diesem letzten Statement möchte ich auf jeden Fall noch Danke sagen an alle, die dieses Project supported haben. Wir haben super intens viele Sponsors gekriegt. Die werde ich hier unten in dieser Videobox noch verlinken, weil man das macht. Wenn man Danke sagt, dann obviously verlinkt man. So, danke an alle, die das Project supported haben. So, und ab jetzt, let's have a good time. Let me show you my house. And my house is your house. Mein Haus auf dem Trip wird mein Shaggin-Wagen sein. Ich werde da sicherlich ein paar Nächte auch übernachten in meinem Shaggin-Wagen. Und ich hoffe, der schafft diese knapp 2200 Kilometer, die wir durch die Wüste, die älteste Wüste der Welt, fahren. So, ich freue mich, dass ihr auf meinem Channel seid. Wenn ihr mehr von diesem crazy Stuff sehen wollt, dann subscribe einfach hier unten. Ansonsten, ja, wie sage ich immer, if not, why not? Ciao. Ciao.